Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Hallöchen, genau. Und ja, die heutige Folge heißt Besorgungen. Oh, dann muss ich mir keinen Namen ausdenken, das ist gut. Fiel mir so gerade ein, dann kann... Mathilde wird sich um Sternmetall kümmern. Nee, ich werde mich doch eher um Gold kümmern und nochmal ein paar R, glaube ich, kaufen. Gold? Für Sternmetall habe ich noch nicht eine warm genug Ausrüstung und dafür brauche ich leider Gold. Und da wir ja nur ein Goldnäschen haben. Ja, es ist ein bisschen wenig. Ja. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Ja. Deswegen gehe ich jetzt nochmal nach Gold tauchen. Ohne Gold, ohne... Ey, nein, nein, warum folgst du mir nicht, du Arsch? Ach, da ist schon wieder so ein doofer Kater. Da muss ich jetzt nochmal hinlaufen. Ach ja, nochmal vielen lieben Dank, dass ihr uns gesagt habt, dass wir darauf achten sollen, dass man sich nicht mehr so gut durch Essen heilt. Das haben wir tatsächlich in der letzten Folge nicht so gut mitbekommen. Nee, das haben wir wirklich nicht mitbekommen und ja, das mit dem Add-on lassen wir wirklich erstmal sein. Ja, also danke nochmal da für die Einladung natürlich, total lieb. Ach, diese doofe Katzen. Aber es stimmt schon. Alter, wieso sind hier auf einmal so viele Muschis? Bist du in Muschihausen? Hä? Aber gleich drei auf einmal, das ist ja schon ein bisschen übertrieben. Warum folgt mir das Kamel nicht mehr? Hallo, Kamel, wo bist du denn hin? Wo war ich denn geblieben? Ja, also, ihr habt ja auch gesagt, Leute, bringt erstmal das, was ihr habt, zu Ende. Und ja, ich meine, da haben wir ja immer noch bei Conan eine ganze Menge vor uns. Kann es sein, dass man Pferd und Getreue nicht mehr mitnehmen kann? Ich habe keine Ahnung. Oder zählt das Kamel nicht als, als Getreue? Wahrscheinlich. Nee, ich glaube nicht. Weil das ist ja kein Reittier im Gegensatz zum Pferd. Hm, okay, na nein, dann bleibst du zu Hause. Du kannst ja Schlepperella mitnehmen. Die kann auch kämpfen. Nö, ich will das Kamel haben. Okay. Ich wollte das Kamel ja mal haben. Also zum Rumstehen brauche ich es nicht. Kann ja auch mal schleppen, das Scheißvieh. Kommst du? Wenn du spuckst mich an, dann spuck ich dich an. So, was machst du jetzt? Ich bin jetzt auf Goldsuche. Ah, ja. Ich geh mal wieder, komm nach Gold tauchen und dann... Denk an diesen alten Sack da. An was? An den alten Sack mit seiner Tauchermaske oder was das da war. Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ich gehe erstmal nach Gold tauchen und dann gucke ich, ob ich noch... eine Tauchermaske bekomme. Wir bräuchten ja zwei. Ja. Ich habe ja auch keine mehr. Ich habe den da zwei, danach noch ein, zwei Mal getötet, aber immer ohne... Ja, voll durch. Entweder war der Sack nicht da, war gerade in Urlaub oder so. Oder wegen Corona-Maßnahme ist der im Homeoffice gewesen. Da kannst du ja nicht antreffen und töten, ne? Das ist ja voll doof. Oh, hier ist ein Master-Schuhschnabel. Nee. Will ich trotzdem nicht haben. Ich hasse sie nicht. Wenn hier schon so ein Meister-Schuhschnabel ist, dann zerhack ich den auch. Ja, vielleicht hat er ja Dämonenblut oder so. Ja, oder sonst irgendwas Schönes. Außerdem muss Imhotep trainieren. Imhotep. Imhotep! Puff! Imhotep! Was macht ihr denn? Welchen? Also ich habe auf jeden Fall Dämonenblut bekommen, 29 Stück. Von den vier? Ja. War doch nett. Und einen Schuhschnabelkopf. Unverbessertes Rüstungsreparaturkit. Unverbessertes Waffenreparaturkit. Und den Schuhschnabelkopf werfe ich weg. Den hängen wir auch nicht hin. Da reiße ich eher die Mauer ein, ey. Als Schuhschnabel. Ach, jetzt hat mich der doofe Gorilla gesehen. Oder? Doch nicht. Ich habe eigentlich keine Lust, mich mit dem Gorilla zu klopfen. Auch wenn Imhotep das Training brauchen kann. Ach Mensch.
Aber eigentlich will ich nur Gold und dann, ja. Hier, Imhotep, mach das mal mit deinem langen Schwert. So. Genau, hier war ja auch schon was zu finden. Blöd halt echt nur, dass ich jetzt nicht mehr die Dings habe, die Atemmaske. Da muss ich dolle aufpassen. Eben wenn ich nicht mehr so lange tauchen. War schon lange nicht mehr auf Schatzsuche. Immer wieder Zeit. Ist eigentlich immer recht entspannend. So ja, hier wächst eine Pflanze in unserem Bottich. Unser Tierferch. Aber wir haben noch einen Killerstrauß. Oder Killerstrauß. Wir haben einen Killerstrauß. Zwei sogar. Oh. Ach, bist du in unserem alten Zuhause? Nee, oder? Das ist nur unser aktuelles. Unten haben wir auch einen Tierferch. Ach ja. Gott, ich hoffe, ich erinnere mich hier noch an alle Standorte der Kisten. Komm, du Kamel. So, ich habe mir mal vorgenommen, das hier ein bisschen zu unterfüttern. Das Kamel? Nee, hier die Mauer. Okay. Weil ich wollte es bis hier nochmal zumachen. Das hatte ich ja schon ewig mal vorgehabt. Okay. Falls wir doch mal angegriffen werden, nicht, dass sie die Säulen kaputt schlagen und dann... Und das einstürzt, ja. Bricht uns das alles weg, ja. Ja. Da habe ich Angst vor. Das kann ich verstehen. Die äußere Schicht machen wir da mit dem guten Zeug. Nur die Sandsteine für die unteren Scheiß. Okay, äußere Schicht dann genau. Schwarzes Eis. Die du jetzt hast, die lasse ich jetzt zwar, die reiße ich jetzt nicht ab, aber... Das will ich dir auch geraten haben. Eigentlich können wir dann noch die Mauer weiter vorziehen. Können wir die... Haben wir mehr Platz oben. Ja, also bauen müssen wir... Ach komm, machen wir auch. Mach das, du bist unser Architekt. Warum sieht doch alles so scheiße aus? Das hast du jetzt gesagt. Ich fusch da einfach alles zusammen, da einfach alles drauf da und dran und passt. Sollen das Leuchtschlangen sein oder was soll das darstellen? Das sind die Seelen von versunkenen Schiffen. Die sammeln sich da. Leuchtenmuscheln vielleicht. Guck mir das mal an. Okay, ich glaube, ich brauche ganz viel Stein. Was ist das? Ist das neu? Ja, was ist das? Grafikbug oder was? Ich habe keine Ahnung. Haben die Spiele jetzt noch schlechter gemacht mit dem Update, mit dem Mega-Update? Nee, es soll Leuchtschleim sein, tatsächlich. Sieht aber komplett scheiße aus. Sieht so auch so ein bisschen nach Platzhalter aus, dass da mal was hin sollte. Mir auch einfach ein, zwei Atemtränke mitnehmen können, nicht Dödel, ne?
Ja, sowas haben wir, glaube ich, irgendwo. Ja, haben wir. Ich habe natürlich gerade schon wieder so die Hälfte, glaube ich, der ganzen Kisten vergessen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich schon ganz viele Kisten vergessen habe. Ich müsste dann aber in die Kommentare reinschauen. Ach, naja. Solange ich mir ein paar Eier kaufen kann, um nochmal mein Glück mit den Goldnasen zu versuchen. So ein bisschen Gold kriegen wir ja immer raus, aber... Ja. Ich fände ein bisschen mehr, fände ich nett, weil das würde vieles vereinfachen. Ja, wir brauchen mehr Goldnasen. Ja. Wir brauchen eine Armada davon, also. Ja, aber bis jetzt haben wir ja nur eine Armada von Steinnasen. Ja, gut. Die uns dann auch irgendwann kaputt gehen. Nee, ich glaube, wenn die aufgestellt sind, nicht so dolle. Ach so. So, Kamel, jetzt müssen wir mal wieder Steine kloppen, du. Also dieses Schatzsuchen tauchen ist ohne die Maske echt ätzend, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Oh, ich bin voll verdurstet. Ich guck mir mal an, was da sonst hier von den Bausachen, die man machen kann, gibt's ja wohl auch da die ein oder andere Erweiterung. Ich muss noch mal gucken, welche Erweiterung das für die Baumhäuser ist, weil ich hätte schon irgendwie Bock, mal ein Baumhaus zu bauen. Und hattet ihr erwähnt, dass das für sich sozusagen eine Erweiterung ist, dass man dafür nicht diese Isles of Zipta gleich nutzen muss. Fände ich ganz schön. Alter, brauchst du gute, hohe Bäume? Ja, das wäre dann natürlich eher in dem Dingsbereich, ne? Im Waldgebiet. Da hätte ich schon drauf. Ich habe schon 34 Goldmünzen gefunden. Super. Ja, bin ich auch. Wie viel brauchen wir? Ich weiß nicht mehr, ob ein Ei 25 oder 15 gekostet hatte. Dann sammeln noch mal ein bisschen. Ja, du, ich sammle noch. Damit wir gleich einen ganzen Haufen Eier kaufen können. Das ist der Plan. Und 10er-Pack wäre ganz geil. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Gold in der Schmiede drin. Oder im Ofen, besser gesagt. Das wollte ich auch noch in Goldmünzen umwandeln und mitnehmen. Goldstaub habe ich gerade recht viel noch in den Feuerschalenkessel gepackt.
um Dings zu machen. Wie heißt es gleich hier? Alchemistische Grundsubstanz, um damit wieder verstärktes Leder herstellen zu können. Hm. Brauchen wir auch. Brauchen wir alles. Ja, verstärktes Leder brauchen wir, um unsere Rüstung zu machen. Und das ist momentan so der Engpass, das verstärkte Leder. Verstehst du mein Problem? Ja, ja, ich verstehe dein Problem. Würde alles viel leichter gehen, wenn. Ja. Wenn wir mehr Goldnasen hätten. Aber bis jetzt ist ja tatsächlich nur eine einzige von den Steinnasen zu einer. Also ist nur aus einem einzigen Ei eine Goldnase geschlüpft. Toll erzählt. Ich meine, immerhin. Besser als keine. Sollen, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe. Naja. Naja, jetzt bist du da. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich auch gerade keine Lust, das mehr rauszusuchen. Nee. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet, ich verspreche es. Was machst du was Schönes? Oh, Steine hocken. Na, das machst du ja gerne. Ja. Aber bald ist mein Werkzeug kaputt. Ja, Sternmetall haben wir noch da, aber müssen wir auch wieder besorgen. Also, wo war noch was? Naja. Ich bin gerade am Überlegen. Hier war irgendwie noch. Nee, da war noch was. Da war noch was. Und in der Bucht der Rümpfe war ja auch noch was, aber da gehe ich als letztes. Hast du nochmal, gehst du zum Schluss nochmal zum Typen mit dieser komischen Tauchermaske, oder warst du schon? Ja, da arbeite ich mich sozusagen jetzt gerade hin. Okay, weder. Und als letztes nehme ich die Kisten, die da im Fluss sozusagen sind. Gut, gut. Nee, ich versuche den Typen da die Tauchermaske zu kriegen. Ich hab nochmal geguckt, wir können die tatsächlich nicht bauen selber. Jetzt hätte ich gesagt, scheiß drauf, ich baue eine. Oder ich habe es bei den Talenten einfach nicht gesehen, das will ich nicht ausschließen. Deswegen, wenn wir nämlich endlich mal dann unsere Rüstung zusammen haben, könnten wir uns ja mal in den Eistempel wagen. Und uns da die Eier abfrieren. Genau. Wollen wir machen. Müssen wir uns vorher nur ordentlich scharfes Essen machen. Und Feuerpfeile. Feuerpfeile? Ja, wenn man in so einen Eisbereich geht, dann gibt es da Eisviecher und die mögen bestimmt kein Feuer. Feuerpfeile. Ist doch so normalerweise in so einem Rollenspiel Fantasy-Kram. Können wir denn Feuerpfeile machen? Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja Eispfeile. Wir können ja einen Tempel bauen, dann kriegen wir ja Eispfeile raus, wenn wir den Tempel nicht haben. Ja, ja, aber wir haben keinen Tempel für Feuerpfeile. Aber es gab doch auch im Mittelalter Feuerpfeile. Dann gab es doch hier auch mit Feuerpfeile. Oder? Gibt es hier keine Feuerpfeile? Ja gut, hier sind ja nur die Stangenwaffen. Ich
Spezialmunition 3, Spezialmunition 1, was ist das? Ein Heilpfeil, Giftpfeil, Sprengpfeil, ja, ne, ist ein Sprengpfeil, Ölpfeil. Ein mit einer öligen Substanz gefüllter Pfeil. Ja, weißt du, wie teuer so ein scheiß Sprengpfeil ist? Die brauche ich hier vor allem, um Dings zu machen hier. Ja, ich ahne schon, ja. Um das Sternmetall abzubauen. Es gibt doch Sternmetall-Pfeil, also. Ja. Ich weiß, es gibt auch Drachenknochenpfeile, die würde ich dann eher nehmen. Drachenknochen haben wir eine ganze Menge. Glaube ich, brauche ich langsam Holz, du. Ich glaube, ich bin ja jetzt hier in der Bucht der Rümpfe da langsam angekommen. Ich glaube, ich gucke zuerst, ob ich den Typen finde mit seiner Wassermaske, weil dann ist das Tauchen hier um die Pfeiler leichter. Ja. Kannst du länger und besser tauchen. Genau, und dann ist das Suchen entspannter. Gucken wir mal, ob wir den finden. Und diesmal bleibe ich direkt bei dem, bis, ne? Weißt schon. Ich bringe nicht erst irgendwelche anderen Leute um. Ich bleibe direkt bei dem stehen, bis ich den gelootet habe. Ja, sonst löst er sich wieder auf. Ja, ja. Genau. Sackgesicht, ey. Ja, du sagst es. Voll der Auflöser, ey. Ja. Wem wünsche ich einen Arschlochkäfer? Ja. Schon wieder Crossover. Aber dann bitte einen Arschlochkäfer in entsprechender Größe. Ja, ein Riesen-Arschlochkäfer. Hm. So groß wie die Drachen hier. Hm. So wie bei Starship Troopers. Da gab es ja auch so Käfer, die so Säure spritzen konnten. Und waren auch riesig. Brainbugs gab es da auch. Ah, die sind scheiße, aber. Hier ist auch ein riesiger Baum. Ich glaube, den kann man nicht hacken. Das ist auch nur einer. Oh. Ey, der hat meinen Baum. Der Baum hat meine Axt kaputt gemacht. Nämlich eine Spitzhacke. Ey, ist euer Anführer da? Jo, er ist da. Mach ihn kalt. Wenn er am Boden liegt, stech ihn noch ein paar Mal für mich rein. Mit dem Schwert. Aber schön, dass er nicht mehr im Homeoffice ja, ist. Ja, ich habe eine Atemmaske. Hurra! Fehlt uns nur noch eine. Ja. Danke, Imhotep. Du bist ein guter Mann. Imhotep. Imhotep. Ich könnte den Film eigentlich mal wieder gucken. Welcher Film war denn das? Die Mumie, Mann. Hätte ich doch richtig geraten. Ich hab's vermutet. Hab ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Es gab auch eine Mumie mit Tom Cruise. Ja, den habe ich noch nicht gesehen und irgendwie bin ich auch nicht wahnsinnig scharf drauf. Imhotep mit Tom Cruise. Ist was gegen Tom Cruise oder was? Ja, der ist doof. Ist cool. Nein, der ist doof. Der ist cool. Sektenführer. Ja gut, das ist scheiße. Nur weil er in ein paar coolen Filmen mitgemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass er cool ist. Cool. Hey, nicht mein Kamel, du Motherfucker. Was willst du?
Geht's dir gut, Kamel? Oh, das Kamel, solange du es nicht das bockst. Kamel hat nicht viel Lebensenergie. Maximal 640. Das ist nichts. Solltest du es vielleicht nicht boxen, ne? Nee, das ist richtig. Ah. Da muss der Feind ja nur einmal draufhauen, dann ist das Vieh tot. Ich freue mich gerade darüber, dass ich wenigstens eine Atemmaske wieder habe. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch die Gas, Nachtsichtbrille kriegen. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig toll. Davon hat man ja auch nur immer eine. Ach, hier so ein Langschwert nehme ich mal mit. Haben ja viele Sklaven, die nichts haben. Ah, ich finde so den Schlangentempel immer ganz nett. Da geht man mal vorbei, guckt mal in die Truhe rein. Freut sich seines Lebens. Findet immer schöne Sachen drin. Hier war doch auch gleich eine Truhe um die Ecke. Genau, nehme ich auch nochmal mit. Oh, du Zimmermann, geh mal aus dem Weg, du Knilch. Ich habe hier noch ein bisschen Goldstaub für dich. Goldstaub ist gut. Was lasse ich liegen? Oder brauchst du Obsidian? Nimm auch mal mit. Gut. Sehe ich noch eine Kiste? Da sind zwei. Da oben war noch eine. Ach. Aber erstmal die da. Mann, die Sonne fängt schon an wieder unterzugehen. Das finde ich doof. Das ist zum Tauchen nicht sehr praktikabel. Suppe. Das Gute ist, ich habe jetzt hier 37 Stahlbahnen und 4 Truhen schon gefunden. Nicht schlecht. Da braucht man ja gar nichts mehr herstellen eigentlich, ey. Ist gut. Ja. Ach, die eine Truhe nehme ich dann noch. Die eine Truhe. Was machen die hier für Geräusche, ey? Das ist der Mathilde-Tanz. Die freuen sich, dass du kommst. Kriegen Besuch. Ich tauche hier ganz friedlich rum und störe die nicht. Ich finde das doof, dass man sich Essen nicht mehr so richtig gut heilen kann. Braucht man ja kaum noch Essen mitnehmen. Das finde ich auch schade. Ist man jetzt gezwungen, da diese scheiß Aloe Vera Tränke zu machen und mehr zu benutzen? Ja, vor allem ist wieder mehr, dass man mitschleppen muss. Ich schlepp die ja schon immer mit, aber so richtig pornomäßig heilen tun die auch nicht. Noch irgendeine Truhe. Ziehe ich hier langsam nichts mehr wieder. Voll doof. Hier waren irgendwo die Truhen, bei denen ich angefangen habe. Genau, hier sind die Truhen, bei denen ich losgelegt habe. Elixier der Beständigkeit, nehme ich mal mit. Mach mal. Was kann das Elixier der Beständigkeit? Ein Gebräu, das den Mut erhöht. Klingt nach Alkohol. Oh, nehme ich mit. Ziegel habe ich auch. Sehe ich noch eine Kiste? Ach, da hinten. Ach, die am Tor. Das ist jetzt die letzte. Okay. Oh, ich hasse es, wenn es dunkel ist und man taucht. Man sieht gar nichts. Ach, ich muss ja mal gucken, ob dieses eine Conan-Spiel mal mittlerweile rausgekommen ist. Welches eine Conan-Spiel? Wo man so diese komischen... Ach, so... Wie soll ich es erklären?
wo man so Comic-Konen hat, so zwei, drei Charaktere. Man kann bis zu vier Leute in einem Korb spielen und dann rumschnitzeln. Das, ja. Ich weiß gerade nicht, wie es hieß, aber es sollte dieses Jahr rauskommen. Das Jahr ist schon fast rum. Nee, komm, ich habe keinen Bock auf Kämpfen. Geh mal schön nach Hause. Ah, da wollte ich einfach hoch. Hier, gerade voll die Orientierung, ey. Oh. Kamel, kämpfe nicht. Alter, kämpfe. Nein, mein Kamel. Folge mir, Kamel. Ihr Schweine. Alter. Ey, ich seh gar nichts mehr. Alter. Nein. Alter, ihr kleinen Wichser. Ihr killt mich auch noch. Alter, ich mach euch tot. Ich töte euch. Das Kamel war teuer, wer soll diese ganze scheiß Steine transportieren? Alter! Ihr kleinen Arschlöcher! Ihr kleinen verfickten Wichser! Alter Schwede! Ich werde euch jetzt die Fresse polieren, ihr kleinen Wichser! Entschuldigung, wenn ich ein bisschen ausfallend wurde, ihr kleinen Wichser da! Ich glaube nicht, dass ich dir noch ein Kamel kaufe. Das war schon das zweite Kamel. Das hält ja auch nichts aus. Vorsicht, jetzt hast du die Katze erschreckt. Mir doch egal. Scheiß Kamele. Jetzt ist die Katze von ihrem Sofa aufgeschreckt. Alter, wenn das Kamel gleich... Das verschwindet ja die Leiche, oder? Alter, ich kotze. Kamel? Ja. Ey, wenn das Kamel verschwindet... Das Ding ist voll. Ding ist voller Steine. Ach, halt die Fresse. Polier ich dir gleich, du mein Freund. Wo bin ich denn hier überhaupt? Wo ist denn mein Zuhause? Heinrich, ich will nach Hause, brauch Hilfe. Komm gleich wieder. Ja, ho, ho, ho. Ich bin auch der Weihnachtsmann. Trink noch mal was. Also ich habe jetzt schon zwei Aloe-Tränke getrunken und ich bin noch nicht voll geheilt. Hm. Also kannst du davon ja 50 Stück immer mitnehmen, ja? Alter, so viel kriegen wir nie im Leben zurechtgebraut. Ja. Du darfst dich halt einfach nicht mehr so viel verwunden lassen. Das ist schwer in diesem Spiel. Ja, für dich besonders. Hat jemand Kamel getötet? Ja, ich glaub dir, dass dich das stört. Ja, das stört mich. Ich wollte auch nur friedlich bisschen bauen. Ein paar Kisten abluten. Ich hab dir gesagt, nimm Schlepperella, mit Schlepperella kann sich wehren. Ja, aber Schlepperella ist nervig, die quatschen mir immer die Ohren voll. Ich wollte einen ruhigen Partner haben hier, der einfach mein Zeug trägt. Kamel hat das super gemacht, hat mich nicht angespuckt, hat alles getragen, ohne zu knurren. Und Schlepperella quatscht immer voll. Blablabla. Ja, aber Schlepperella hätte wahrscheinlich überlebt. Ja, nicht viel gut. Oh, ich habe mich mit meiner Freundin am Brunnen getroffen. Das war wieder der Highlight des Abends. Och, die ganzen Männer von den Frauen. Och, die sind so nervig. Blablabla. Zum Glück habe ich keinen Mann. Blablabla. Hack ich auch den Kopf ab. So. Du wärst ja eine furchtbare Frau, glaube ich. Die Schlepper. Du wärst so voll die Klischee-Frau. Ich brauche einen Snickers. So. Haben wir aber nicht. Wenn du Glück hast, haben wir noch irgendwo Knoppersriegel rumfliegen. Mh, lecker, Knoppers. So, jetzt hier nicht so lange rumlaufen. Bisschen schnell zurück. Kannst schon mal ein Grab für mein Kamel machen. Ich müsste eigentlich auch noch ein Grab für Utrid machen. Ja, hast du nicht... Für Kamel haben wir schon ein Grab. Es gibt kein zweites Kamelgrab. Doch, Kamel 2. Nee, Kamel liegt bei Kamel. Kamel liegt bei Kamel. Oh, es ist noch da. Ganz schön viele. Nein, nein, viel Spaß. Du machst das schon. Ich gehe auf den Berg. Habe ich einen Bogen?
Gerade du mit deinem Messerchen. Es wäre cool, wenn man Silbermünzen gegen Goldmünzen eintauschen könnte. Wir haben viel mehr Silber als Gold. Ich habe, glaube ich, gerade oh, so wer bist unfassbar du denn? Viele Truhen übersehen. Unser lieber Mickey haut sich wahrscheinlich schon den Kopf auf der Schreibtischplatte ein, weil ich so viele Sachen übersehen habe. Oh nein, nein, du musst alles alleine machen, glaube ich. Der hält hier wirklich nichts aus. Wer hält nichts aus? Ich. Einmal angehustet, schon fast wieder tot. Wofür bist du eigentlich gut? Der dem Spiel nix, der kann ja nix, der Typ hier. Gerade schon wieder was abgekriegt. Oh, ich bin weg. Wollt nur nein, nein, ein bisschen Luft schaffen. Hey! Ich geh auf den Stein, hau den Stein nicht kaputt! Jetzt töte ich dich auch noch. Ich töte euch alle, ihr Schweine! Ich hoffe nur, dass Nein Nein nicht auch noch stirbt. Da habe ich immer ein Problem. Du hast ihn so ein bisschen im Blick. Nö. Nee. Oh, doch, er stirbt. Du verarschst mich jetzt. Ja, ist gleich tot. Ich lauf mal. Hol ihn da raus. Ja, ich laufe ja schon weg. Oh, ich bin ja voll weit von der Dings weg. Ich komme nicht zu meinem Kamel, ist voll ärgerlich. Nein, nein, kommt nicht. Nein, nein. Einfach weiterlaufen. Okay. Naja, irgendwann kommt der vielleicht nach. Ah ja, oder? Oder ist tot. Festgebackt, das kann da sein. Ne? Kommt da nicht mal weg, ist hin. Ja, ich kann ihn nicht mehr befehligen. Doch, kann ich. Er kommt aber trotzdem nicht. Er ist tot. Muss weiterlaufen. Ah, ich wette mit dir. Da ist er. Gott sei Dank. Wie viele Leben? 400. Oh mein Gott, der war wirklich fast im Arsch. Naja, wir müssen da nochmal hin. Aber bitte nicht, wenn er in diesem Zustand ist. Ich will mein Kamel wieder haben. Ja, aber wenn du jetzt mit Nein Nein dahin gehst, ist Nein Nein gepudert. Ja. Der hat sich gleich wieder. Musst du nicht nur das Kamel bergen, dann musst du auch noch Nein Nein bergen. Ja, das wird ziemlich scheiße. Ich bin übrigens auch bald wieder da. Dann kann ich mitkommen. Ich bin gerade schon auf dem Weg zum Kartenraum. Und dann kann uns Imhotep auch noch helfen. Der ist zwar noch nicht so gut ausgebildet, aber er ist besser als nix. Okay. Ist schon da? Nein, ich laufe immer noch zurück zum Kartenraum. Ist es noch weit? Nein. Ich bin schon gleich wieder auf der Muschihöhe. So, ich bin schon am Obelisken. Hm. Hier ist unsere Dschungelbase. Ich gehe zur Tür rein.
Jetzt beame ich gerade. So, jetzt bin ich schon wieder in der Füße. Oh, praktisch. Bleib mal hier. Nein, nein, du musst heilen. So, wo bist du denn, kleiner Heinrich? Hier, wo ich bin. Auf der Map. Guckst du, guckst du, guckst du. Fast zu Hause. Ich beeile mich. Ach, ich hab Aloe Vera Tränke vergessen. Es muss auch irgendwas Besseres geben zum Heilen. Das ist. Aloe Vera ist der letzte Dreck. Es gibt ja auch noch diesen lilanen Trank, der angeblich alle Gebrechen heilt. Ich hab so das Gefühl, du brauchst 4 oder 5 Flaschen, um deinen Balken absolut voll zu machen. Ja, so. Ja, es ist zu wenig. Die Leichen. Kamel ist weg. Brauchen wir nicht mehr. Hat sie erledigt. Oh, na toll. Ja. Bin ich gerade im Dorfteich angekommen. Also muss ich jetzt nicht mehr kommen, oder wie? Nö, wusste nicht mehr. Hat sich erledigt. Sorry, schneller ging nicht. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Ja. Gut, ja, dann. Also, ich würde vielleicht eventuell nächstes Mal, ich denke, ich werde erstmal Steinhaseneier holen und dann würde ich Sternmetall sammeln wollen. Oder ich hole Sternmetall und du holst die Steinhaseneier. Ja, kann ich machen. Hallo. Kein Bock, nächstes Mal wieder Steine zu schlagen. Halbe Folge Steine geschlagen für nichts. Scheiß Kamel, ey. Nur weil ich diese eine Truhe noch haben wollte. Dann mache ich dir jetzt erstmal Goldmünzen, ne? Ja, mach mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.